Der Stimmkontor Podcast. Spannende Gespräche über Stimme, Sprechen und was unsere Welt bewegt. Einmal im Monat lädt Michael Helbing zu einem Gespräch ins Stimmkontor ein. Mach es dir gemütlich. Ein Hallo wieder an euch da draußen. Herzlich willkommen zum Stimmkontor Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Auch heute habe ich wieder eine ganz spannende Gästin bei mir eingeladen und freue mich auf ein tolles Gespräch mit Hilkea Knies. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr. Unter unserem Beitrag kannst du natürlich mitdiskutieren, um uns an deiner Meinung teilhaben zu lassen. Legen wir los. Hilkea, es war klar, dass eines Tages die Einladung in deine Richtung kommen würde, um hier im Podcast mit mir zu sprechen. Weil Hannover ohne Hilkea Knies geht ja gar nicht. Und die Stimmwelt ohne dich geht ja auch gar nicht, wenn man zum Beispiel in den sozialen Medien unterwegs ist oder auf den Kongressen. Da läufst du mir zumindest immer wieder über den Weg. Lustigerweise, meine Lieben da draußen, läuft mir Hilkea mehr auf Kongressen über den Weg, als wir es schaffen, uns in Hannover zu sehen. Aber liebe Hilkea, ich weiß von dir, dass du leidenschaftliche Gesangspädagogin und Sängerin bist, aber da draußen sind vielleicht ganz viele von meinen ZuhörerInnen, die gar nicht wissen, wer Hilkea Knies ist. Magst du das Geheimnis um dich einmal lüften? Ja, das mag ich sehr gerne. Und das ist so lustig. Ja, ich finde das auch so cool. Da wohnen wir schon beide in Hannover und treffen uns jetzt hier per Zoom und haben uns noch nie auf einen Kaffee getroffen. Aber wir schaffen das noch. Ich bin da ganz, ganz sicher. Das muss jetzt einfach erstmal als erstes gesagt werden. Ja, ansonsten, wer ist Hilkea Knies? Ich bin echt Hannoveranerin. Ich bin hier geboren, ich habe hier studiert und ich lebe hier seit über 50 Jahren oder so. Also ich bin richtig echte Hannoveranerin. Und ich habe hier Operngesang studiert. Das war nicht ganz einfach, diese Reise. Wenn ich die jetzt anfangen würde zu erzählen, die würde, glaube ich, den halben Podcast schon in Anspruch nehmen. Das werde ich also nicht tun. Ich sage nur, es war nicht ganz einfach. Ich hatte sehr, sehr viele Gesangslehrer und Gesangslehrerinnen, hatte massive Stimmprobleme und habe mich aber irgendwie nie davon abbringen lassen, dass ich unbedingt singen wollte, weil ich liebe das, seit ich ein kleines Kind bin und bin einfach dann auf die Suche gegangen. Und das ist natürlich irgendwie die beste Voraussetzung, um dann irgendwann Gesangspädagogin zu werden, weil ich einfach so viel unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe und dann irgendwann im zarten Alter von, ich glaube, 28 war ich da schon, endlich einen Lehrer gefunden habe. Es war damals Eugen Rabine, der mir irgendwie die Welt erklären konnte und mit dem ich endlich an meiner Stimme wirklich so arbeiten konnte, dass ich das Gefühl habe, boah, jetzt wird sie heil, jetzt wird sie ganz, jetzt kriegt sie alle Farben, die es so hat. Und es hat mich so fasziniert, wie dieser Mann unterrichtet hat, dass ich sofort die Ausbildung dort gemacht habe. Und da hatte ich selber noch gar keine Stunde. Ich habe ihn nur unterrichten gehört und habe so gedacht, wow, what's that? Da muss ich hin. Und seitdem bin ich mit dieser Methode, nicht nur, ich habe auch viele andere Sachen noch gemacht, aber hauptsächlich mit dieser Methode unterwegs und habe einfach gemerkt, eigentlich ist die Pädagogik mein Ding. Und ich singe auch total gerne, aber ich stehe auch gerne auf der Bühne. Also ich wollte auch noch Schauspiel studieren, weil Kabarett-Chanson zum Beispiel ist so. Ich habe ja Oper studiert, aber beim Kabarett-Chanson hatte ich immer so das Gefühl, boah, da kann ich so richtig loslegen, alles bringen auf der Bühne, was ich will. Also das war so, wenn mich jemand fragt, wer ist mein Lieblingskomponist neben all den wunderbaren Opernkomponisten, wäre es Friedrich Holländer. Also das ist so, meine Seele schwingt so fürs deutsche Kabarett-Chanson. Und das habe ich auf der Bühne immer geliebt. Aber so richtig verbunden gefühlt habe ich mich eigentlich immer, wenn ich unterrichtet habe. Also dieses allein für mich üben, das kann toll sein, aber mit jemandem zusammen im Kontakt und einfach gucken, was möchte dieser Mensch mit seiner Stimme, wie kann ich hilfreich sein? Das ist einfach schon irrwitzig schön für mich gewesen. Ganz früh habe ich schon Gitarre unterrichtet. Eigentlich wollte ich Gitarre studieren, anderes Thema. Also das heißt, so im Unterrichten bin ich eigentlich schon immer gewesen. Und das lag mir und ich liebe das einfach. Und je länger ich das mache, desto mehr eigentlich. Und gerade heutzutage, ich unterrichte ja auch viel Profis von der Opernbühne und das berührt mich einfach immer wieder so, wenn ich so denke, weißt du, die stehen da oben auf der Bühne, die geben alles, die zeigen sich mit ihrer Stimme und allem und dann stehen die hier bei mir und haben Fragen und haben Themen und haben Begeisterung und haben Frustration und manches darf man dann ja auch so öffentlich nicht sagen, was man für Themen hat. Es muss ja immer so aussehen, als könnte man alles und dann einfach dieses Vertrauen, was ich da so spüre und dieses, dass man wirklich dann miteinander ist.
Boah, das ist einfach so wunderschön und deshalb liebe ich das einfach nach wie vor zu unterrichten. Je mehr, desto besser. Egal wo, ich unterrichte ja auch weltweit sozusagen. Ne? Also es ist wirklich, unterrichten ist echt meine Leidenschaft. Ja, muss ich jetzt hier mal so sagen. Danke, dass du mich gefragt hast, ja. Und ich finde, bei dir erlebe ich ja auch immer so dieses Wissen schaffen. Wenn ich dich auf Kongressen erlebe, wir haben uns ja neulich auf dem Hamburger Stimmsymposium wieder getroffen und auch nicht nur zelebriert, einen Kaffee endlich mal zusammen zu trinken nach langer Zeit, sondern auch, dass wir auch diskutieren können. Also bei dir erlebe ich auch, Gesangspädagogik in kritischen Kontexten zu betrachten. Was sage ich zu neuesten Erkenntnissen? Wie sehe ich das im Verhältnis mit anderen Methodiken? Und die Auseinandersetzung, da sehe ich auch so eine Leidenschaft, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, immer mehr wissen zu wollen. Ja, das ist absolut richtig. Also das kommt, glaube ich, sowieso. Also ich bin, glaube ich, sowieso so ein Mensch. Aber natürlich auch durch diese Geschichte, die ich mit der Gesangspädagogik habe, dass ich einfach immer Dinge wissen wollte. Und ich habe am Anfang wenig Antworten gekriegt. Dann habe ich versucht, Singen aus Büchern zu lernen. Ich weiß nicht, wer das schon mal versucht hat, gebt es gleich wieder auf, es macht keinen Sinn. Aber ich habe gedacht, irgendwo muss doch was drinstehen, das mir sagt, wie es geht, wie es funktioniert. Und das hat mich halt so irrsinnig interessiert an dieser funktionalen Methode. Als ich damals angefangen habe, da gab es ja diese ganze Stimmforschung auch gar nicht so sehr. Also da hast du irgendwie 5 Bücher gehabt über Gesangspädagogik und das war's. Und die haben dir dann was erzählt von, stellen Sie sich dieses vor und stellen Sie sich jenes vor und dann müssen Sie diese sängerische Einstellung haben, wo ich gedacht habe, ja, danke schön. Heißt das jetzt, weil das bei mir nicht funktioniert, ich hätte keine sängerische Einstellung? Das kann nicht sein, Leute. Heute hat man ja total viel Wissen, aber das ist einfach was, was mich super interessiert. Und was mich natürlich noch interessiert, sind so Verbindungen einfach. Also ich habe schon sehr früh, weil wir arbeiten in der Rabbine-Methode ganz viel mit Körperübungen, habe ich festgestellt, Körperübungen, Körperbewegung, das macht was mit den Menschen. Also das macht auch, das holt Emotionen hoch. Und das holt auch manchmal Emotionen hoch, die wir nicht unbedingt im Gesangsunterricht erwarten. Also meine Schlüsselsituation war wirklich eine Frau, die in ein Flashback zurückkam von einer traumatischen Situation, einfach nur dadurch, dass wir eine Armbewegung gemacht haben und ich ein Wort gesagt habe. Und das war für mich so schockierend. Gott sei Dank konnten wir das gut zusammen auffangen. Aber wo ich gedacht habe, hey, ich muss da mehr wissen. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht in Körperpsychotherapie mit Faszienarbeit. Damals gab es noch, war Robert Schleip, den gab es schon, aber der war noch gar nicht so bekannt mit all seinen Faszienforschungen. Das war irgendwie noch Neuland. In der Anatomie wurden die mal weggeschnitten. Aber ich habe gedacht, das ist spannend. Irgendwie gibt es da einen Zusammenhang. Und dann habe ich später Somatic Experiencing Ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, das Nervensystem ist so super interessant. Das autonome Nervensystem auch, wie funktioniert das alles? Und das immer wieder mit in den Gesang auch einzubringen und da zu gucken, wie wirkt es als Ganzheitlichkeit zusammen? Also ich finde auch eine Ganzheitlichkeit, wenn sie jetzt nicht nur so oberflächlich ist, sondern wirklich sich aus diesem ganzen Wissen speist, das finde ich super interessant. Und da forsche ich einfach auch für mich selber, weil wenig Leute diese Dinge auf so eine Art und Weise zusammenbringen. Also ich habe sie jedenfalls noch nicht so viel kennengelernt. Und deshalb diskutiere ich einfach auch gerne, habe auch relativ viel Wissen, würde ich jetzt einfach mal so frei von der Leber weg sagen. Und lass mir aber auch gerne wieder neue Erkenntnisse erzählen und so. Und das finde ich einfach immer spannend. Ich denke, der Diskurs, der ist so wichtig, wenn wir in die Stimmforschung schauen, auch in die Gesangspädagogik, gab es ja sehr viele Jahrzehnte lang gewisse Statuten, auch an Universitäten, die nur sehr behäbig sich bewegt haben. Wir erleben ja seit einigen Jahren schon eine Entwicklung, dass an vielen Universitäten, auch im klassischen Bereich, wesentlich mehr Bewegung herrscht Richtung Forschung. Vielen, vielen Dank an die tollen KollegInnen da draußen, dass ihr das macht. Das ist so wichtig, weil solche Erfahrungen, die du gerade hier schilderst, die habe ich hier im Podcast ganz oft erlebt. Von ganz vielen tollen KollegInnen, die dann von nicht gerade geradlinigen Geschichten zur Stimmforschung oder zum Stimmunterricht erzählt haben. Und das zeigt ja auch die Notwendigkeit, in den kritischen Diskurs zu gehen, damit eben unsere SchülerInnen, unsere Studierenden auch eine Möglichkeit bekommen, ihr Instrument zu entwickeln. Mhm, ganz genau. Und das sehe ich heute auch, also das sehe ich auch, dass sich da auch an den Hochschulen was bewegt. Ich finde immer noch ein bisschen langsam, es könnte sich noch etwas schneller bewegen, finde ich so. Aber da wird einfach viel auch
geguckt, wie kann es wirklich gehen und dieses sehr typische von, wenn ich das und das nicht kann und wenn, was weiß ich, einer meiner Kollegen hat immer so lustig gesagt, es gab damals eine Professorin, die sagte, so frei nach dem Motto, nun habe ich Ihnen das hohe C schon dreimal vorgesungen und Sie können es immer noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen krass formuliert, aber das ist ja viel das. Da wird irgendwie was vorgesungen und dann sollst du das nachsingen und dann klingt es aber nicht so, dann wirst du dumm nachgeäfft, dann versuchst du es irgendwie nochmal anders und das ist aber gar kein Zeichen dafür, dass ich nicht singen kann, bloß weil ich das nicht nachsingen kann, was Frau Professor wunderschön vorsingt. Das sind ja auch oft Leute, die singen ja fantastisch auf der Bühne, also denen jubel ich gerne zu, wenn sie da oben stehen. Aber eben das dann an die Schüler und Schülerinnen zu bringen, das ist eben auch immer noch eine Frage, wie mache ich das? Und das finde ich, das hat sich schon sehr, sehr verändert, in eine positive Richtung verändert. Ich sehe viele Kollegen und Kolleginnen, wo ich denke, wow, cool, oh super, dass ihr das so macht. Das finde ich richtig gut für die Studierenden. Aber es gibt eben auch noch das andere, ne? Und da finde ich eben, das sind so grundlegende Dinge. Wenn ich jetzt zum Beispiel das mit dem Vorsingen gesagt habe, bei mir zum Beispiel im Unterricht oder überhaupt ist ein Prinzip in der Rabbinemethode, wir singen nicht vor. Das ist ein Prinzip, weil es uns nicht darum geht, dass sozusagen ich so und so singe und dann muss das meine Schülerin genauso nachsingen. Natürlich gibt es sowas, wo man was Bestimmtes übers Vorsingen, Nachsingen aufnehmen kann. Aber jeder Mensch hat eine so individuelle Stimme und wir arbeiten ja ganz viel über sensomotorisches Wahrnehmungstraining. Das heißt, es geht vielmehr darum, was nehme ich da eigentlich wahr? Wo nehme ich meine Schwingungen im Vokaltrakt wahr? Wie nehme ich mein Instrument wahr? Was ist das in mir und was kommt dann raus? Also es geht gar nicht darum zu sagen, so ist es schön, weil Frau XY, die singt so und die macht das schon seit 50 Jahren und klingt toll und deshalb müssen wir das auch so machen, sondern es geht darum, wie fühle ich mein eigenes Instrument? Wie ist zum Beispiel meine Stimmlippenschwingung? Etwas, was zu meiner Studienzeit ein No-Go war. Seinen Hals hatte man nicht zu spüren, weil sie immer davon ausgegangen ist, wenn ich meine Stimmlippen spüre, um Gottes Willen, dann bin ich krank, dann ist da irgendwas schrecklich dran. Ich liebe es, meine Stimmlippen zu spüren, wie die schwingen, wie die diese sanfte Schwingung machen und dann diese Effizienz im Vokaltrakt, wenn er sich verlängert. Das ist total cool. Das kriege ich nicht dadurch, dass mir jemand super vorsingt. Sorry. Ich denke, du hast ja sehr, sehr viele wichtige Dinge angesprochen. Zum einen, wie wichtig es ist, hier die Diversität von Lerntypen zu haben. Mhm. Dass wir eben nicht dieses Vor-Nachmach-Prinzip haben. Ich komme aus dem Haus Schlafhorst-Andersen, ist ja nicht unbekannt. War früher ja auch ein großer Schwerpunkt, dieses viele idealisierte Erleben zu haben. Auch hier haben wir eine Wandlung mittlerweile erlebt, dass es nicht nur darum vorkommt, die Idealbild zu folgen, sondern Gesetzmäßigkeiten festzustellen. Wir hatten in dem Podcast mit Jale Papila aus dem MIVOC, hatte sie auch so schön gesagt, es braucht Zeit zur Entwicklung. Ach. Und das ist momentan so ein Thema, finde ich, an den Hochschulen, was ein bisschen in Deutschland stiefkindlich ist. Weil die Entwicklung hat nicht mehr so viel Zeit. Weil ein Bachelor und ein Master deutlich kürzer sind als ein Diplom. Das ist schon ein Thema. Also, und was du noch angesprochen hast, was ich auch total wichtig finde, ist diese Problematik, wer unterrichtet da eigentlich? Nur weil ich toll singen kann, heißt es nicht, dass ich einen Skill besitze, es auch vermitteln zu können. Und da hat Jale auch erzählt, das Problem ist ja auch ganz oft, du bist tolle Sängerin, du bist im Ensemble an der Oper und dann erreichst du so eine Altersgrenze und dein Vertrag wird nicht verlängert. Was ist deine Option? Unterrichten. Ja. Und das ist auch so ein Ding, wo man sich fragen muss, bereiten wir die Studierenden eigentlich auch auf diese Unterrichtssituation wirklich vor? Und wie ist es eigentlich, können wir, wenn die das so gelernt haben, wenn die da so stehen, singen sie das hohe C, hier, ich habe es auf dem Klavier gespielt, ich habe es dir vorgesungen, dann ist es auch das, was sie reproduzieren. Und ich finde, wir brauchen viel mehr Diversität im Unterrichtsstil, in der Didaktik. Das finde ich super, super wichtig. Und das ist ja auch im Rahmen dieser Ausbildung, die ich da gemacht habe, am Rabbinen-Institut haben wir ganz viel in die Richtung gemacht. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Und du hast eben was gesagt mit der Entwicklung und mit der Zeit. Das ist zum Beispiel was, das finde ich mega wichtig. Und das finde ich ein Trend, ich sag's mal, den sehe ich extrem kritisch. Es wird heute ganz viel, gerade die Sängerinnen sollen sehr früh an die Bühne, weil dann sind sie noch jung, dann sehen sie noch jung und knackig aus und was nicht alles gemacht wird. Und ich lese gerade viele
Biografien von früheren Opernsängerinnen. Habe gerade Astrid Warnay, Martha Mödel und all solche Sachen gelesen. Und wo ich dann denke, ey, das war eine ganz andere Zeit. Die hatten einfach Zeit, sich zu entwickeln, in Rollen reinzukommen. Und die wurden nicht aussortiert, als dann die 13 Jahre um waren, wo man dann leider fest ans Haus übernommen werden muss. Da müssen wir schnell jemanden rauswerfen und so. Das sind alles so Dinge, die haben ja, die konnten auch zum Beispiel dann verschiedene Fachwechsel machen, die ihrem Alter, der Reifheit der Stimme und dem, wie sie einfach als Darstellerin waren auf der Bühne, die hatten einfach diese Chance, die wurden auch aufgebaut. Heute ist das, also ich sage es jetzt mal so ein bisschen bösartig, ist das einfach, wenn eine nicht mehr kann, ist egal, da kommen 10 nach. Und ehe ich jemanden fest übernehme, den ich dann bezahlen muss und ich weiß, wie ich den noch einsetzen soll, dann schmeiße ich den lieber raus. Habe ich gerade mit einigen Kolleginnen gesprochen, als ich in Leipzig war. Ich war ja auf dem BDG-Kongress auch. Und das ist einfach Usus heute und das ist tragisch. Das ist die eine Seite, sodass man nicht mehr Zeit hat, im Studium sich zu entwickeln. Man hat aber auch nicht Zeit, auf der Bühne sich zu entwickeln. Das geht alles so schnell, schnell, schnell. Und das tut den Stimmen auch einfach oft nicht gut. Und das sind dann oft Leute, die dann bei mir oder wahrscheinlich auch bei dir landen, die versuchen das dann alles irgendwie, dieses Tempo irgendwie mitzugehen und dann leidet die Stimme. Und dafür gibt's wenig Zeit. Und das andere, was du gesagt hast, finde ich auch super wichtig. Das war ja bei mir auch so. Ich gehe an die Hochschule, um Gesang, um Operngesang zu studieren, damit ich hinterher Opernsängerin bin. Und dann habe ich ein paar Vorsingen gemacht und die haben nicht geklappt. Und dann gibt's ein Gefühl von, ah ja, du kannst es nicht. Oh Mist. Ne? Das ist ja die zweite Form von Lebenslauf, die es dann gibt. Nicht alle, die Operngesang studiert haben, kriegen auch einen Job auf der Bühne. Ne? Und ich hatte ganz klare Vorstellungen. Ich habe gesagt, entweder gehe ich in einen super Opernchor oder an eine kleine oder mittlere Bühne als Solistin. Wenn das nicht klappt, dann gehe ich nie auf die Bühne. Dafür lohnt sich der ganze Hassel gar nicht. Das hat nicht geklappt. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich schon unterrichten angefangen hatte zu lernen und dass ich es liebe. Aber dieses Bild, was wir auch oft haben, erstens, du bist jetzt zu alt zum Singen, also gehst unterrichten. Oder du hast es nicht geschafft, also gehst unterrichten. Und das ist so ein Makel, wo ich immer denke, warum? Das ist ein so geiler, toller Beruf. Der braucht aber auch so eine Aufwertung. Und ich glaube, das braucht auch für die Studierenden so etwas, dass sie das Gefühl haben, hey, unterrichten ist toll. Das ist nicht, weil ich es nicht gepackt habe. Deshalb muss ich jetzt unterrichten. Was ist das für eine Einstellung? So, auch, ne? Wie gehe ich dann in meinen Beruf rein, wenn ich denke, eigentlich bin ich ein Loser und deshalb unterrichte ich jetzt? Ja, danke schön. Also ich bin kein Loser. Ich unterrichte nicht, weil ich keinen Job gekriegt habe, sondern weil ich es einfach liebe. Das spüre ich. Hier durch die Meter, also ja nicht wirklich viele Kilometer, die uns trennen. Das Nein. ist schon lustig. Das muss ich einfach nochmal sagen. Ich sitze hier im Stimmkontor an meinem Schreibtisch und Hikea sitzt bei sich am Schreibtisch und uns trennen gar nicht so viele Meter voneinander und trotzdem sind wir per Zoom. Aber das spüre ich trotzdem bis hier rüber, wie du brennst für das Unterrichten und vor allem auch für deine SchülerInnen, denen ja. das zu ermöglichen. Ja. Das ist wirklich was. Und das ist so schön. Da muss ich dann immer an meine Fortbildung denken, an meine Ausbildung mit Somatic Experiencing und diese ganzen Sachen mit dem autonomen Nervensystem, die mir so wichtig sind, die ich so quasi mit in den Unterricht einbringe. Ich gebe ja keine therapeutischen Sessions, da habe ich mich irgendwann gegen entschieden, das auch noch machen zu wollen, sondern ich habe das, bringe das auf eine Art in den Unterricht ein und da ist so ein ganz wichtiger Faktor, ist immer, was wir auch dort hatten, der Kontakt. Also im Kontakt findet ja ganz viel statt, das hat schon früher, ich weiß gar nicht, wer das war, Milton Erickson oder Fritz Perls gesagt, dass im Grunde genommen der Therapeut das Wichtige ist, gar nicht so sehr die Methode. Das würde ich jetzt beim Singen nicht ganz so sagen, die Methode hat schon auch eine Wichtigkeit, aber der Kontakt ist enorm wichtig. Und das ist einfach was, wie gehe ich in Kontakt, wie ermögliche ich auch meinem Gegenüber in Kontakt zu gehen, wie sicher fühlt sich mein Gegenüber mit mir, die Räume, die uns trennen oder was verbindet uns. Das ist zum Beispiel was, wo ich denke, früher hat man da gar sich keine Gedanken drum gemacht. Da wurden auch Gesangsstudentinnen und Studenten einfach mal angefasst. So, fass mal hier hin, mach mal dies. Das ist einfach, das weiß man heutzutage, das ist ein No-Go, das macht man nicht. Und wenn man fragt, dann fragt man so, dass das Gegenüber wirklich eine Chance hat, Nein zu sagen. Nicht, dass ich schon auf dem halben Weg da bin. Welcher Schüler, welche Schülerin sagt denn dann noch Nein? Ne? Und das sind so Aspekte von, wie schaffe ich einen sicheren Raum und wie rede ich mit jemandem? Welche Wortwahl habe ich auch?
Ne, das macht so viel aus. Und dieser Kontakt, das ist eben das, was, wenn der gelingt, was einfach sehr berührend ist, was total wichtig einfach ist. Und der kann per Zoom gelingen. Und der gelingt natürlich in einem Raum, wenn jemand da ist, manchmal noch viel mehr. Das ist dann eben noch mehr als nur die Stimmschwingungen, die man hört. Auch die Sprachstimmschwingungen sind das dann. Und das ganze Miteinander, die, ach, was weiß ich. Und das ist einfach was, das ist zutiefst berührend. Und das ist zum Beispiel auch, was ich gerne, also wo sich teilweise die Sänger und Sängerinnen auf der Bühne auch gar nicht so viel Gedanken machen. Das ist ja etwas, was sie mit ihren Kollegen und Kolleginnen auf der Bühne ja ständig teilen. Da geht's ja auch um Kontakt und Verbindung. Und wie kann ich Kontakt ermöglichen? Was macht Kontakt mit meiner Stimme? Und das ist so ein faszinierendes Gebiet. Also das ist weit davon entfernt zu denken, oh, das ist jetzt irgendwie, ich musste das jetzt machen oder so. Das ist einfach, das ist eine Herzensangelegenheit, so mit den Menschen in Kontakt sein zu dürfen. Du sprichst mir aus der Seele. Einmal als jemand, der Schlafhorst Andersen aufgesogen hat, weil uns geht es ja auch um Kontakt. Und natürlich erinnere ich mich jetzt an Professor Cornelia Krawutschke, das handelnde Sprechen. Das, die wichtigste Einheit ist der Kontakt zu dir, zum Gegenüber, zum Publikum und zum Thema. Und dieses Leben dahinter. Oder Vassiliev Vassiliev, kennst du vielleicht vom Bolschoi, mit der handelnden Stimme, mit der Körperbewegung und über die Körperbewegung in den Kontakt zu kommen. Unheimlich großes D'accord. Ohne Kontakt schaffen wir es nicht. Ja, ganz genau. Und das genau so wörtlich, Michael, genau so wörtlich. Ohne Kontakt schaffen wir es nicht. Wir sind als Menschen von Anfang an sind wir dazu da oder brauchen Kontakt, erleben uns über Kontakt, leben über Kontakt, wachsen über Kontakt. Das ist so wichtig, das ist wirklich lebensnotwendig für uns als Menschen. Und dann noch die Stimme dazu. Hallo, was gibt's denn Schöneres? Etwas, was du angesprochen hast, was mich zum Nachdenken gebracht hat bis jetzt, war das Thema Kontakt mit Respekt. Du hast das Wort nicht benutzt, aber ich übersetze es mal so, respektvoller Kontakt. Du hast es angesprochen mit dem Berühren. Wir in der Stimmtherapie, wir haben Interventionen, wo wir mit unseren Händen unser Klientel berühren. Beispielsweise bei schweren Erkrankungen, um vielleicht gewisse Dinge zu unterstützen, weil wir im therapeutischen Setting sind. Ich kenne das aber auch aus dem pädagogischen Setting, dass Menschen mit den Händen berühren. Ich persönlich habe mich damals ganz oft recht unwohl gefühlt dabei, wenn ich im klassischen Gesangsunterricht gestanden habe und dann Sachen gemacht worden sind, die ich nicht verstanden habe. Was ich verstehe, auch bis heute, wenn man zum Beispiel sich an den Händen fasst und eine Zugbewegung macht, ne, und so etwas, oder je nach Schlafhorst Andersen, wir schwingen dann. Aber dieses Berühren, da erinnere ich mich auch an eine Podiumsdiskussion auf dem Symposium diesen Jahres, wo es auch um dieses Berühren am Körper geht. Wollen wir da mal kurz mal hängen bleiben in diesem respektvollen Umgang? Weil ich finde, es wird manchmal so als Carte Blanche genommen, Gesangsunterricht hat mit Anfassen zu tun. Oh. Ich sehe das ganz anders. Ich finde, auch. Gesangsunterricht hat nicht unbedingt was mit Anfassen zu tun. Auch Nein. Wenn manche Methodiken vielleicht das gerne so hätten. Was magst du uns darüber erzählen? Also ich finde, Gesangsunterricht per se hat nichts mit Anfassen zu tun. Das geht ohne alles. Und ein Teil dessen, was ich vorhin gesagt habe, von der Sicherheit zum Beispiel, ist das, dass mir das immer sehr wichtig ist, dass relativ klar ist, wer welchen Raum hat. Das heißt, ich habe den Raum hinter dem Klavier und meine Schüler und Schülerinnen haben den Raum vor dem Klavier, wie immer man das jetzt betrachtet. Und wenn ich meine, dass ein Körperkontakt wichtig ist, dann werde ich das auf alle Fälle, also ich sage es jetzt mal so ein bisschen, werde ich das verhandeln. Das heißt, ich werde es nicht einfach tun, sondern es gibt manchmal das zum Beispiel mit der Atmung, dass eine Schülerin dann zu mir sagt, kannst du mal deine Hand auf meinen Rücken legen? Ich spüre das einfach nicht. Und dann frage ich mich, möchte ich meine Hand auf den Rücken der Schülerin legen? Und sie hat mich ja drum gebeten und dann mache ich das. Dann bin ich aber auch, wenn ich ihr hinter ihr stehe, zum Beispiel sehr bewusst darüber, dass Menschen reagieren, wenn etwas hinter ihnen ist, weil sie es nicht sehen. Das heißt, ich sage ganz häufig dann, was ich mache. So, ich stelle mich jetzt einmal hinter dich und dann nehme ich meine linke Hand und lege die jetzt gleich
auf deine Schulterblätter und ist es okay, dass ich meine rechte Hand da auch noch hinlege? Das kenne ich auch, dass man das mit Kindern manchmal macht, dass man es einfach spiegelt, dass man sagt, ich mache jetzt das und so, damit da so eine Sicherheit im System ist, weil es macht was mit unserem Nervensystem. Und das ist einfach was, das muss ich mal kurz einwerfen. Wir als Gesangspädagogen sind gar nicht erlaubt zu berühren. Logopäden und Logopädinnen dürfen berühren, Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen dürfen berühren. Gesangspädagogen dürfen das nicht. Da gibt's Gesetze. Und da sollte man auch sehr vorsichtig sein, gerade heutzutage, wo es da eine ganz andere Sensibilität gibt, MeToo-Debatten und all sowas. Das kann man jetzt lächerlich und albern finden. Das finde ich persönlich überhaupt nicht. Und das finde ich extrem wichtig, dass man da wirklich, also dass man das einfach auch weiß. Da kann jemand kommen und kann sagen, hey, du hast mich angefasst, das darfst du gar nicht. Also das sollte man einfach auch schon mal wissen, muss ich jetzt mal so sagen. Und eben, wie gesagt, ich finde, das ist etwas, das braucht seine Zeit. Ich habe einmal eine sehr, sehr interessante Übung in einem therapeutischen Setting gemacht. Da standen zwei Personen sich gegenüber und einer ist ganz langsam und wirklich ganz langsam auf den anderen zugegangen und sollte spüren, wie geht's ihm damit, jemandem näher zu kommen. Und das war einfach total interessant zu merken, wenn man wirklich sich auf sein Nervensystem einlässt und richtig reinspürt, wie fein das reagiert auf Abstände und auf Kontakt. Und dann einfach hinzugehen und zu sagen, hier fass mal meinen Brustkorb an, so fühlt sich das bei der Atmung an. Da übergeht man alle diese Dinge und das macht was mit der Stimme. Das ist ja, das Ganze ist ja ein Schutzsystem. Wir schließen den Mund, um uns zu schützen. Wir schließen durch die Zunge, um uns zu schützen. Wir schließen unsere Stimmlippen und unsere Taschenfalten, um zu schützen. Und das macht sofort was mit unserer Stimme. Von daher macht das auch gar keinen Sinn. Ich habe nach diesen Diskussionen, ich war in Berlin, ich war beim BDG in Leipzig, da ging es auch kurz um dieses Thema und ich habe gedacht, also wenn mich mal jemand fragen würde, ich würde sehr gerne mal einen Vortrag über traumasensible Gesangspädagogik halten. Heutzutage ist zwar alles traumasensibel, aber ich finde das total wichtig. So, weil genau diese Dinge passieren. Und ich glaube, oft wissen das die Menschen gar nicht. Weil wer macht denn schon eine Fortbildung in Trauma? So, außer so ein paar Verrückten. Mittlerweile gibt es viele von uns Verrückten übrigens, die das tun. Aber da weiß man einfach das. Und von daher glaube ich, das wäre gut, dieses Wissen auch mal ein bisschen rauszubringen, dass das wirklich, dass Körperberührung mehr macht, als man so denkt, so Hans Wurstig. Absolut. Das war jetzt mein Vortrag. Finde ich großartig. Es ist natürlich so, dass wenn wir in den Unterricht kommen, jetzt mal ein bisschen aus meiner Biografie, ich kam in den Gesangsunterricht und eine meiner ersten GesangslehrerInnen, das war schon nach der Waldorfschule, legte sehr selbstbewusst und selbstverständlich ihre Hand auf meine Seite und schüttelte da so rum. Ich fand das im ersten Moment alles ganz toll, war halt Gesangsunterricht, super schön. Mit der Zeit ist mir halt aufgefallen, was das so mit mir macht. Und es kam auch bei mir irgendwann dieser Moment, dass ich ohne Körperarbeit irgendwann gar nicht mehr das einordnen konnte. Mhm. Als ich dann später die Ausbildung in Bad Nenndorf gemacht habe und gelernt habe, was das auswirken kann, wenn wir an die frühkindliche Lernerfahrung denken, wenn wir an das Speichern, dieses sensomotorische Speichern, über Emotionen denken, über unseren... Wir haben da so für alle, die sich da nicht so auskennen, wir haben in unserem Gehirn einen Bereich, der heißt Thalamus, Hypothalamus, Tor des Bewusstseins. Und immer wenn man etwas empfindet oder etwas tut, dann gibt es da so eine Art Neuigkeitsdetektion. Und alles, was dein Körper empfindet, also Wärme, Hitze, Druck, Ziehen, Dehnung, alles, was da in deinem Körper passiert, von all deinen Organen, das wird mit einer Emotion bewertet. Von der Amygdala, das ist so ein Bereich in deinem Gehirn. Und als Kind erlebst, also gerade als Säugling oder als Kleinkind, lernst du die Welt sehr sensomotorisch. Du hast sehr viel Reize von deiner Körperlichkeit und reagierst darauf. Und deswegen sind diese abgespeicherten, tief empfundenen Dinge aus der frühen Zeit so prägend für unser Körpererleben. Der Vorteil im Gesangsunterricht, beispielsweise bei Rabine oder Stafford Andersen, Lichtenberg, Zielgrei und wie sie alle heißen, in dem Moment, wo ich Körperübungen mache, kann ich einen positiven Effekt für meine Stimme entwickeln, weil ich diese Emotionen nutzen kann. Dr. Anthony Lang sagt immer, wir arbeiten nicht an Emotionen, aber mit
Emotion. Der Nachteil ist, wenn ich das nicht weiß, wenn ich da nicht im Hinterkopf habe, dass eine Berührung auch eine körperlicher Akt ist, kann ich immer auch negative Emotionen hervorrufen, kann Enge hervorrufen, kann dafür sorgen, dass Leute sich nicht trauen. Und so war es bei mir. Diese viele, viele Körperarbeit hat dafür gesorgt, dass ich sehr verunsichert war. Ich habe das irgendwann nicht mehr einschätzen können und bin dann über die funktionelle Stimmarbeit erst wirklich in meine Stimme gekommen. Sodass ich dann später, als ich dann Schlaf aus Andersen gemacht habe, nicht mehr so irritiert war von dem ganzen Erleben. Und ich finde, wir brauchen da auch viel mehr Aufklärung, gerade in der Gesangspädagogik, was eine Berührung macht, was überhaupt Lernverhalten ist auf dieser Ebene. Das sollte nicht nur den StimmtherapeutInnen vorbehalten sein. Nee, das stimmt. Und das sind jetzt hast du auch zwei verschiedene Sachen angesprochen. Das eine ist ja das, also es gibt diese Art von Berührung, wo man einfach mal was fühlen soll, wie so ein Körper sich, zum Beispiel eine sängerische Atmung, wo dehnt die sich aus? Dann wird die Hand mal dahingelegt und dann sagt der Professor, die Professorin, fühl mal, wie das bei mir ist. Dann, das ist so das eine, ne, dass man so eine Idee davon kriegt. Das andere ist das, was du jetzt beschrieben hast, mit dem Schütteln. Dann wird etwas im Körper ausgelöst, was unter Umständen, wenn es positiv läuft, die Stimme in einen besseren Zustand bringt. Da ist aber dann die Frage natürlich wie schüttle ich mich denn jetzt alleine? Was mache ich denn da? Ne? Weil dann wird irgendwas gemacht. Vielleicht gibt's ja auch noch eine gute Erklärung dazu, aber was mache ich denn dann damit? Und im Gegensatz dazu stehen ja ganz viele der Körperübungen, die wir in der Rabine-Methode machen. Die sind auch gar nicht so auf Emotionen angelegt. Aber natürlich ist alles immer mit Emotionen verbunden. Es gibt nichts, was ohne Emotionen ist. Aber die sind im Grunde genommen darauf angelegt, zu gucken, was passiert eigentlich physiologisch im Körper und wie kann ich bestimmte Funktionen unterstützen, die ich zum Beispiel über das Erklären nicht hinbringe. Es gibt ja mal Leute, die behaupten, sie könnten ihr Zwerchfell fühlen und sie würden jetzt fühlen, so wie sie ihr Zwerchfell senken. Leute, tut mir leid, geht nicht. Aber wir können natürlich Körperbewegungen machen, die Zwerchfellsenkung hervorrufen, unterstützen und so weiter. Und das sind ganz viele diese Übungen, die wir im Rabine-Institut machen, wo man einfach weiß, da gibt es so einen biomechanischen Zusammenhang und in der Physiologie und dann machen wir lauter verrückte Sachen. Wir machen die nicht, damit wir mal ein bisschen locker werden, sondern die haben dann diesen Effekt und der wird ja auch beim Schüler abgefragt, in dem Sinne vorher, nachher. Was ist anders? Wie fühlt sich das Instrument an? Wo sind die Schwingungen jetzt? Wie fühlt sich der Vokaltrakt an? Wie ist die Raumempfindung, bla bla, irgend sowas. Ne? Und das kann man natürlich, da kann man auch Übungen, Partnerübungen machen zum Beispiel. Aber das ist eben ganz wichtig. Sowas mache ich manchmal in Kursen. Da mache ich das nicht als Lehrerin, diejenige, die sowieso irgendwie den höheren Status hat, sage ich jetzt mal, sondern machen das die Schüler und Schülerinnen untereinander. Dann erkläre ich aber bestimmte Dinge dazu und lasse auch immer wieder vergleichen mit dem, wenn sie es ohne machen. Was ändert sich daran? Kann ich das beibehalten? Weil das ist ja ganz wichtig. Das geht ja nicht um Berührung oder Bewegung, um der Bewegung oder Berührung willen. Sondern was möchte ich denn damit erreichen? Ich sehe dich applaudieren. Großes Thema. Ähnliches haben wir ja auch in der Stimmtherapie, wenn dann halt, du hast so schön gesagt, wir machen ein bisschen locker werden. Aber was hat denn eigentlich Lockerheit mit einer gesunden Stimmfunktion zu tun? Erstmal faktisch gar nichts. Also wenn wir jetzt mal das übertragen, die Stimmlippen werden nicht besser miteinander schwingen, wenn meine Schultern ein bisschen tiefer hängen. Ich brauche ein Verständnis von Konzeption. Ja. Das höre ich auch bei dir raus. Wir brauchen eine Gesangspädagogik, so wie wir auch in der Stimmtherapie, das Verständnis für Konzepte haben. Für das Konzept Stimme. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Wie ist der Mensch eigentlich in der Kommunikation? Das ist nicht nur einfach, sie singen ein hohes C. Dahinter stehen so viele Emotionen, so viele Gefühle, aber auch so viele körperliche Faktoren. Ja. Wenn ich mal an Rabine denke, an eure Verbindungen, über die eigentlich schon sehr, sehr modern sind, über die faszialen Züge, die er ja eigentlich schon macht. Wenn ich an Estill denke, die Erkenntnis, was eigentlich an gewissen Teilen des Vokaltraktes passiert. Wenn ich an Schlafhorst Andersen denke, wo zum ersten Mal eine Bewegung wirklich in eine Atemübung mit eingeflossen ist. Wir brauchen, glaube ich, PädagogInnen und TherapeutInnen, die das Konzept dahinter verstehen. Mhm. Nicht so sehr sagen, ich habe hier 15 Übungen in der Fortbildung gelernt, das ist so toll, die Stimme wird jetzt frei sein, sondern ich habe verstanden, warum ich eine solche Übung brauche. Da muss ich jetzt mal applaudieren. Es ist ja,
in der Mentalität, das ist ja nicht erst seit TikTok und Twitter so, dass die Menschen drei Zutaten für ein kompliziertes Kuchenrezept wollen. Das ist ja, was ist der höhere Algorithmus, wenn du es schaffst, mit drei Zutaten eine Hochzeitstorte zu backen, was unheimlich unrealistisch ist. Aber die Menschen, die wollen das sehen, die wollen das haben. Und genauso wollen wir als PädagogInnen ja auch ein Ziel erreichen. Aber das erreichen wir viel. Ich finde, nicht mit einfachen Versprechungen, sondern mit Denken. Und das fehlt, finde ich. Dass wir in den Universitäten noch mehr dahin gehen müssen, zu vermitteln, was funktioniert wie. Ja, und vor allen Dingen die Verbindung auch. Das ist etwas, was ich immer mal wieder erlebe. Dann werden Spezialisten geholt, also dann irgendwelche Phoniater oder so, die sich super mit irgendwas auskennen, die sich mit den Funktionen super auskennen. Die machen aber nicht den Übertrag auf den Gesang. Dann erzählen die dir, wie dieses und jenes aussieht und was hier und wo geht. Und dann kannst du über alle möglichen Krankheiten, kannst dann auch noch was hören. Aber wenn es dann darum geht, wie wende ich das auf den Gesang an? Weil zum Beispiel Gesangsstimme ist nicht Sprechstimme, Leute. Schon alleine diesen Unterschied zu verstehen, ist für ganz viele Phoniater, was genau ist der Unterschied? Ja, der Kehlkopf ist ein bisschen tiefer, aber das ist so viel mehr, was der Unterschied ist. Und dann hört man auf der einen Seite eine wissenschaftliche Vorlesung, wenn man Glück hat, versteht man die, und dann geht man zum Gesangsunterricht. Und was bitteschön hat das eine mit dem anderen zu tun? Und das finde ich super, super wichtig, dass gerade in der Methodik und Didaktik für den Gesangsunterricht diese Verbindung herzustellen. Manchmal sind die Phoniater bei allem tollen Wissen, was die haben, ich finde die ja fantastisch teilweise, sind aber etliche, kommen nicht auf diese Verbindung. Und die finde ich so wichtig. Und das zum Beispiel was, was der Eugen immer versucht hat, irgendwie rauszufinden. Der hat sich irgendwelche wissenschaftliche Literatur vorgeknöpft und hat dann versucht, selbstständig zu überlegen, und was bedeutet das jetzt für den Gesang? Weil was das für den Schluckvorgang bedeutet, das steht da ja drin. Aber was bedeutet das für den Gesang? Ich glaube, an dieser Schnittstelle, und die ist echt komplex, diese Schnittstelle, da sind wir gerade so dabei, das fängt sich an zu entwickeln. Und das finde ich aber eben super spannend. Und was mich dann ja auch immer interessiert, auf der einen Seite ist es ja cool, es gibt alle diese Leute, die messen dann irgendwen und gucken sich das alles an und sagen, der Herr sowieso, der verdient viel Geld damit. So muss man das also machen. Ich komme ja von der anderen Seite. Ich gucke mir ja so eine, versuche mir, ich bin ja keine Medizinerin, versuche mir eine Primärfunktion anzugucken. Was ist da drin eigentlich möglich? Und nicht, wie macht das irgendjemand? Das kann sein, dass das toll läuft, aber was ist eigentlich möglich? Und daraus kann man so viel verstehen. Und dann ist es uninteressant, ob ich 20 Übungen aus der Rabine-Methode, womit du sofort viel höher singen kannst. Ja, das ist toll, das wollen die Leute auch immer haben. Funktioniert ja auch super. Aber wenn du pädagogisch arbeiten möchtest, dann ist es ganz wichtig, das zu verstehen. Wie wirkt das zusammen? Und das braucht auch wieder Zeit und Liebe dafür und Interesse dafür, nerdy stuff zu verstehen. Dann auch in den Kontakt zu gehen, zum Beispiel auch mit den PhoniaterInnen sich zu unterhalten. Meine Erfahrung ist ja da sehr, sehr positiv. Die gehen auch, viele gehen ja auch in den Diskurs. Man kann sich mit denen unterhalten und das auch einfordern, zu sagen, ich verstehe das nicht, wie funktioniert das? Das ist meine Ansicht, können wir uns hier zusammenkommen? Es gab ja eine Zeit, da wurden ja so Paradigmen aufgeschlossen, dass nur eine Stilistik die wahre Stilistik ist und die andere ist die schlechte. Wenn wir uns mal nur die Phonetik anschauen, die Phonetik, die wir jetzt lernen, ist ja eigentlich schon in vielen Bereichen obsolet, wenn wir uns Kehlkopfgesang anschauen, wenn wir uns Beatboxing anschauen, dann ist das ja gar nicht möglich nach den phonetischen Kenntnissen, die noch ich gelernt habe. Wir wissen, ich war in einem Vortrag bei einer Eurovox, irgendeiner Eurovox, die vor der Pandemie stattgefunden hat, sagte die Professorin vorne, das ist nicht mehr realistisch. Wir können uns manche Sounds nicht erklären. Und das geht genau in deine Richtung. Wissenschaft versucht, Wissen zu schaffen, aber sie ist immer in Bewegung. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Erkenntnisse von heute auch die Erkenntnisse von morgen sind. Wir müssen weiter wissbegierig sein. Genau, genau. Und das finde ich auch ganz fantastisch. Ich habe damals mit meiner Kollegin Ulla Keller zusammen, haben wir unser Institut Voice Experience gegründet, weil wir einfach so das Gefühl hatten, zu dem Zeitpunkt, das war 2008, 2007 oder so, hatten wir das Gefühl, gerade für die Leute, die in der Popularmusik unterwegs sind, ist noch so wenig da. Also da gab es irgendwie ein bisschen Estill, das war aber hier in Europa noch nicht so richtig wahnsinnig vertreten. Das war schon irgendwie
Nerdy-Wissen aus den USA. Ich glaube, in Niederlanden waren sie schon so ein bisschen unterwegs. Und das war's dann aber auch schon. Dann gab es noch andere Methoden. Ich will jetzt hier nichts sagen, weil das war teilweise gruselig. Und da hatten wir einfach so das Gefühl, hey, die ganzen Leute aus der Popularmusik, die werden irgendwie abgetan mit, ihr macht krankes Zeug und ihr werdet schon sehen, was eure Stimme davon hat. Und meine Kollegin ist ja unter anderem Jazzsängerin und singt alles Mögliche aus diesem Bereich. Und das ist einfach Unsinn. Wenn man weiß, wie man das tun kann und was die Unterschiede sind, dann geht es natürlich auch gesund. Und es geht nicht nur mit, bröde die Seele aus dem Leib und mach irgendwie einen auf Emotionen, dann wird's schon klappen. Auch da gibt's Technik, aber da hat sich keiner mit beschäftigt. Und ganz viele aus dem Klassikbereich haben gesagt, nein, das ist schlimm für die Stimme. Das einzig Wahre ist der gesenkte Kehlkopf, der, was weiß ich. Ja, wir können auch in der Popularmusik manchmal den Kehlkopf etwas gesenkter haben, als es manche Leute tun. Aber das sind einfach unterschiedliche Räume, die wir nutzen. Da geht's doch um Balance. Und die rauszufinden, das ist doch dann das Spannende. Ne? Also von daher ist das sowas, es gibt ja nicht in dem Sinne die gesunde Gesangstechnik. Und jetzt mal ganz im Ernst, Michael, wie viele von den ganz berühmten Sängern haben schon Stimmlippenknötchen operieren lassen, haben das keinem erzählt, weil das nicht gut ankommt und haben dann danach einfach weiter gesungen und haben geguckt, oh Gott, wie kriege ich das jetzt wieder hin? Also zu behaupten, der klassische Gesang sei immer das einzig wahre und gesunde, das würde ich mal einfach sagen, nee, Leute, auch da gibt's so viele Leute, die ihre Stimme verlieren, die das nicht gesund machen. So, also. Um hier zwei Namen zu nennen von Leuten, wo ihr es vielleicht gar nicht wusstet, die das aber öffentlich propagieren, ist einmal Diana Damrau. Die hat da ja sehr mit erzählt, wo sie erzählt hat, also sie hat nach dem Studium viel zu schwierige Rollen angenommen. Und da gibt es eine ganz tolle Dokumentation, wo sie das auch sagt. Und ist sie zur Stimmtherapie und zur Gesangspädagogin gegangen und hat gesagt, okay, und dann habe ich das nochmal neu gemacht. Oder Christa Ludwig. Ganz essentielles Thema. Auch sie hatte ein ganz großes Interview am Ende ihrer Karriere und hatte gesagt, also der stetige Besuch beim Phoniater gehörte einfach dazu, weil die Hosenrollen, die sie so gerne gesungen hat, haben einfach auch so ein bisschen gegen ihre Stimmmuskulatur gearbeitet, gerade dann im Alter. Und das ist auch kein Makel. Auch hier wieder verschiedene KollegInnen, die auch hier schon bei uns zu Gast waren. Es ist kein Makel, eine Stimmstörung zu bekommen. Es ist kein Makel, was nicht zu wissen. Es ist aber durchaus schon fraglich, wenn PädagogInnen oder TherapeutInnen nur einseitig denken und nicht divers denken. Weil dieses Vermitteln, dass es ein Makel ist, dass ich was falsch gemacht habe, das kommt ja irgendwo her. Und da sich auch vor zu schützen als Pädagogin und Therapeutin zu sagen, erstens ist es nicht unbedingt die Technik, es kann auch einfach das Hormon sein oder der Berufsalltag, der wirklich knallhart ist. Und dass wir dann nicht gleich sagen, es ist meine Methode oder es ist deine Übestrategie, sondern es ist nun mal das Leben. Und wie gehen wir damit um? Und richtig. Das schaffe ich aber nur, wenn ich das Verständnis habe, was dahinter steht und nicht nur Übung 1 bis 12 abspiele oder sage, jetzt singen Sie mal bitte den hohen Ton, das müssen Sie jetzt aber auch umsetzen. Habe ich schon dreimal gemacht. Ja, genau. Und du hast gerade was angesprochen mit Hormonen. Das ist zum Beispiel gerade bei Frauen ist das enorm wichtig. Und da können einfach Dinge passieren. Also da kriegt man auf einmal Ödeme auf die Stimme, wo man denkt, wo kommen die denn jetzt her? So, also da muss man sich noch nicht mal wahnsinnig angestrengt haben. Und wenn man dann nicht versucht, weiter mit umzugehen, und dann hat man ratzfatz irgendwas. Also das ist einfach auch was, ja, manches kommt von der Anstrengung, manches kommt vielleicht auch davon, dass die Technik nicht optimal ist, aber es gibt so viele andere Dinge noch. Und da wirklich sich eben auszukennen, das finde ich wirklich, wirklich wichtig. Und da erstmal wirklich reinzuhören, mit diesen Menschen zu sein, da sind wir wieder im Kontakt und der Individualität, das kann man auch nicht über einen Kamm scheren, aber das finde ich eben wichtig. Es ist Bewegung drin, es verändert sich Stück für Stück. Ich erlebe auch diese Generation der Vocal Coaches, da sind ja auch wirklich viele dabei, die sehr tolle Strategien mit sich mitbringen, die auch, so wie du, die Leidenschaft haben. Und ich merke auch eine Veränderung an einigen Theatern. Ich habe immer mal wieder OpernsängerInnen mit sehr schwierigen Wiedereingliederungsphasen. Und dann habe ich jetzt doch immer wieder welche, wo das Theater total kooperationsorientiert ist, wo da auch pädagogisch begleitet wurde, wo es kein Thema ist, jetzt stimmtherapeutisch begleitet zu werden. Und da merke ich schon einen
positiven Weg dahinter und merke auch, es wird auch die Gesangspädagogik mehr in den, ins Arbeitsfeld eingelassen. Oh, das merke ich gerade, das berührt mich total, weil das finde ich so schön. Weil das war einfach eine Zeit lang so, also ich habe einfach so oft Leute, bei denen das überhaupt nicht so ist. Und das finde ich jetzt gerade so schön von dir zu hören, dass da auch ein Umdenken passiert und dass Sänger und Sängerinnen nicht einfach nur so als Dienstleister irgendwie so behandelt werden, sondern wirklich auch wieder mit dem, was es ausmacht, auch zu singen und da Tag für Tag sich hinzustellen und dass es da einfach Verständnis für gibt. Ich merke gerade, das rührt mich richtig gerade zu Tränen, weil ich denke, oh, wie schön, dann nützt das ja alles was, was wir da so, wer auch immer sich daran beteiligt und versucht, das zu verändern, auf welche Wege auch immer, dass es so schön ist, dass die dann auch wirklich, ja, wieder mit ihrem ganzen Wesen und mit einer Offenheit einfach in diesen doch wundervollen Beruf einfach wieder reinkommen und einfach so diese Muse da wieder irgendwie so uns versprühen können. Das finde ich so schön. Das merke ich gerade. Ach, das berührt gerade mein Herz sehr. Danke für diesen Hinweis, dass du das erzählt hast. Das ist sehr schön. Sehr gerne. Liebe Hekea, wir sind ins Plaudern gekommen. Wir haben fast eine Stunde geknackt. Es ist so schön, sich mit dir auszutauschen. Ich könnte noch einen zweiten, dritten, vierten Podcast mit dir machen. Wir behalten es mal im Hinterkopf. Weil es gibt ja das ein oder andere Thema, wie die hohe Stimme, der Kiefer oder was eigentlich Faszien machen, was wir bestimmt noch mal besprechen können. Aber für heute Abend haben wir ganz viele Impulse schon nach draußen gesendet. Die Frage, die mich jetzt noch beschäftigt, ist, was möchtest du gerne der Welt da draußen, die uns heute Abend zuhört, was möchtest du ihr gerne mitgeben? Gibt es etwas, wo du sagst, hey Leute, das wäre mir wichtig, gerade dieses große Thema Unterrichten, was für dich so eine Leidenschaft ist, was dich so berührt, wie wir jetzt alle auch merken, von Freude bis Trauer, bis den Wunsch, etwas zu verändern, was möchtest du unseren ZuhörerInnen gerne mitgeben? Gerade nach dem, was du jetzt auch zum Schluss gesagt hast und wo ich vorhin drüber gesprochen habe, ist, glaube ich, das mit dem Kontakt. Ich gehe immer danach, wenn ich merke, mir steigen so langsam die Tränen in die Augen, dann weiß ich immer, das ist etwas, was mich jetzt gerade tief berührt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, unabhängig von dem, welche Methode wir unterrichten und was wir sonst so tun, dieses wirklich in Kontakt zu gehen, zuerst zu uns selber zu spüren, wie bin ich denn eigentlich jetzt wirklich da, was womit komme ich denn? Und aus dem heraus dann unsere Sänger und Sängerinnen anzuschauen, anzuhören und zu begleiten und mit ihnen zu sein. Und mit wem auch immer wir sonst sind. Ich glaube, dieses Thema Kontakt, darauf zu achten, Eigenkontakt und mit unseren Mitmenschen. Ich glaube, das können wir über die Musik dann natürlich auch mit dem Publikum ausdrücken. Und ich glaube auch ganz groß gedacht, dass das etwas ist, was, ich sage es jetzt einfach mal, auch wenn es kitschig ist, aber dass das für mehr Frieden in der Welt sorgt. Weil das wirklich, dann sehen und hören wir einander. Und das ist so, so wichtig. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, liebe Hekea. Schön, dass du gestern hier im Stimmkonter-Podcast warst und wahrscheinlich auf ein Wiedersehen. Schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast und so gerne auf ein Wiedersehen. Wenn du mehr über Hekea wissen möchtest, einfach in der Footnote schauen. Dort findest du alle Links zu Hekea, ihrem tollen Newsletter und ihren ganzen Informationen rund um ihre Arbeit. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim Stimmkontor-Podcast. Wenn du Lust hast, hören wir uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, tschüss! Der Stimmkontor-Podcast. Spannende Gespräche über Stimme, Sprechen und was unsere Welt bewegt. Der Podcast ist ein Projekt vom Stimmkontor Hannover. Wir bedanken uns für die Produktion bei Daniel Sallinger.